finde ich ja auch lustig, dass er einfach mal alles vergessen hat in den 2 Jahren, was, ja, was Minecraft. Aber komm, bringt. Wir haben schon alles nach knapp 3 Monaten vergessen. Nein, alles habe ich nicht vergessen, aber Modpack-mäßig. Modpack-mäßig haben wir schon viel vergessen, das stimmt. Aber er hat ja wirklich vergessen, wie craft ich das, fand ich lustig. Es war so ein bisschen so back to the roots, weißt du? Wieder zurück zu seinen Wurzeln, wie es damals war. Das war schön. Das war echt schön. Mittlerweile hat er das meiste ja wieder drauf, wie er was macht. Oh, ich guck mal, ich wäre voll angeflimmert von den Partikeln, die ich nicht greifen kann, weil hier irgendwie wieder was nicht stimmt bei mir. Krass! Disco! Das hab ich aber manchmal auch, wenn es zu viele XP-Popel auf einmal sind. Ja, waren jetzt nicht so viele, ne? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt ja ein Flash in der Experienze. Und wenn ich das im Game Mode mir hole, 64 Stück davon und schmeiß alle 64 auf den Boden, dann habe ich davon tausende Kugeln rum um mich fliegen, weil das nicht so schnell verarbeitet werden kann von Minecraft. Wie viel XP du gerade kriegst, weißt du? Ich weiß nicht, wie ich meine, so. Hm. Ach ja. Ich hasse dieses ganze verdorbene Fleisch hier. Verdorbenes Fleisch, heb das ruhig auf. Das kann der Hund essen. Super. Das meine ich ernst. Davon kriegt er wieder Lebensenergie, wenn er mal beschädigt ist. Der Zombie-Hund. Nein, du weißt schon, wie ich da meine. Nein. Leute. Was denn? Ah, du kannst nicht mehr sitzen. Ja, wir fahren morgen auch nach Ikea. Ich glaube nicht, dass wir das morgen alles schaffen, was du da dir vorgenommen hast. Du solltest eigentlich Erde hinsetzen. Oh! Was denn? Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Entweder bin ich wieder abgestürzt oder... Guck mal. Ich glaube, du stürzt ab. Der kennt dich nicht. Normalerweise müsste der schon nach oben gucken und machen. Ich glaube, du stürzt ab. Es tut mir voll leid, dass das immer noch so passiert, so oft bei dir. Es war ja mal eine Zeit lang richtig, richtig gut. Ja. Ach, verdammt, falsches Holz. Jedes Mal, wenn ich dieses Ding da hinten sehe, wo du die Fackel drauf gesetzt hast, sieht das aus wie bei Rio de Janeiro, diese eine Figur da. Der Zuckerhut da. Nee, die, nicht der Zuckerhut, diese eine Figur. Die Christusstatue. Ja, ja. Oder wie heißt die nochmal? Ich weiß nicht, wie die heißt. Die hat aber irgendeinen speziellen Namen. Aber ich weiß nicht, jedenfalls diese weiße Figur, die da so steht und. Ich weiß aber, was du meinst. Das ist schon mal viel wert. Christusstatue heißt sie, glaube ich. Alter! Geh doch weg. So. So, oh. Hallo! So ne Löhle. So Hallöle. Nee, wie? So Hallöchen, Popöchen, dann wollen wir mal hier die Erde klatschen. Ey, das hast du von Gronkh geklaut. Verpiss dich aus meinem Kommentarbereich! Ach ja. Der Abstand ist ein bisschen zu viel, wie ich gerade merke. Was ist zu viel? Ja, hier, der Dreierabstand. Sieht nicht so gut aus. Weißt du, was echt scheiße an dem Schwert ist? Das ist zwar übelst, haut zwar übelst rein, aber ich muss jedes Mal übelst weit für die XP-Puppe reisen. Die Viecher so weit zurück. So weit weg, Knockbacken, ne? Ja. Voll der Knockback. So, wie viel habe ich denn jetzt hier stehen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, dann nehmen wir den mal weg. Machen wir mal anders. Wie anders? Na, ganz anders. Thomas anders. Von denen redet auch keiner mehr. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Besser. Von wem redet keiner mehr? Von Thomas anders? Okay. Warum auch? Der macht ja auch nichts mehr. Oder hast du nochmal was von ihm gehört? Mm-mm. In letzter Zeit. 1, 2, 3, 4.
4. Vom Bohlen, da hört man viel, ja. 1, 2, 3, 4. Verdammt! Das geht nicht auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Die Hälfte von 11. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Was? 5,5? Hm? Aber in Minecraft gibt's keine 5,5. Du hast gefragt, die Hälfte von 11. Ja, im Minecraft-Maßstab. Nicht im Real Life. Okay. Real Life. Auch in, auch in Minecraft die Hälfte von 5,5. Nein. Och. Nicht beim Bauen, dann gibt es keine 5,5. Nein, aber trotzdem. Da gibt es ja keine andere Mathematik. Doch. Aha. Meine Erde ist alle. Meine. Ich habe noch 36, die kannst du erstmal haben. Ich brauche aber sonst auch wieder welche. Ich brauche später wieder welche. Ich brauche später wieder welche. So. Dann machen wir da. Damit ich heute Abend auch wieder weiterarbeiten kann. Heute Abend? Ja, die Nacht durch. Ach so. Ist doch schon Abend. So. Wie mache ich das denn jetzt? Ich habe ja zwei weggehabt, ne? Dann muss ich einen freilassen für das Wasser. Einen freilassen für das Wasser? So, ne? Jawohl. Ja. Das ist schon wieder Weidenholz. Ja, aber auch nicht so viel kaputt machen. Das ist auch scheiße. Das ist so ein schöner Wald. Nochmal, da musste ich hier noch. Oh, verdammt. Das hätte ich ein bisschen anders machen sollen. So machen wir es lieber. Oh, das kann ich hier weiterarbeiten. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Ein nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein nach oben. Und dann müsste hier noch ein Doppelter. Genau. Sehr schön. Was? Sie hat sich schon wieder angesteckt mit irgendeiner Krankheit. Ja. Ich bin besoffen. Ach so. The Wither oder sowas hast du da, ne? Ja. Okay, da verpiss ich mich mal ganz schnell. Ich dachte gerade, boah, cool. Hier ist so ein Loch. Dann hab ich kann noch ich ja die Erde rundherum abbauen. Toll. Aber ne. Ich brauche Erde. Ne. Ja, ich bin gerade auf der Welt. Akazien, gut. Was haben wir eigentlich hier verbaut? Palm oder was ist das? Oder ist das Akazie? Das ist Weide. Weide? Bist du sicher? Ja. Nein, Akazie. Akazie, okay. Schön. Dann habe ich direkt den richtigen Baum für die andere Seite. Wunderschön. Sehr gut. Hast du zufälligerweise einen Eimer dabei? Nee, ne? Mhm. Verdammt. Eisen? Ja. Kann ich davon 3 Eisen haben? Jetzt nicht. Darf ich mir das selber holen? Wenn du mich findest. Wo bist du? Irgendwo. Sehr schön. Weitermachen. Die präzise Aussage. Ich brauche nämlich einen Eimer. Ja. Sonst komme ich hier nicht weiter. Aber erstmal muss ich Erde haben. Bevor ich mir einen Eimer hole, hole ich mir Erde, gehe ich Erde klatschen und dann gehe ich scharfes Bänken oder was weiß ich. So. Dann bauen wir da den Berg, den ich hier gerade schon angefangen habe, nochmal weiter ab, bis wir genug Erde haben für unsere 3 Felder. Das heißt, der Berg wird wahrscheinlich ganz verschwinden. Von der Bildfläche. Erde. Boah, ich weiß noch, der Mammut, ne? Weißt du? Ja. Ne? Der hat eine Wüste gehabt. Hm. Die hat der komplett zu gemacht mit Erde. Komplett geterraformt. Und ich habe sogar noch geholfen. Boah, ja, stimmt, da warst du in Dresden.
Nee, Quatsch, das war was anderes. Das war was anderes. Da können wir aber gleich gerne auch nochmal drauf zurückkommen. Ach, warum denn? Das war, wo seine Welt kaputt war. Ja, das war was anderes. Das war was anderes. Da habe ich aber auch geholfen, klar. Selbstverständlich. Man hilft da, wo man kann, ne? Vor allen guten Freunden gibt man ein Küsschen. Nee, Moment. Lieber nicht. Dann habe ich Haare im Mund. Damit meine ich nicht seine langen Haare, sondern sein Mammutfell. Stehst du? Ja, ja, ist gut jetzt. Ist gut. Verstehst. Krass, guck mal, da ist eine gelbe Brühe. Verstehen die? Ja, auf jeden Fall hat er eine ganze Wüste zugeterraformt mit Erde und es war schon heftig. Da habe ich ihm alles noch mit abbauen helfen und so. Da hat er, glaube ich, mittlerweile eine Burg oder sowas hingebaut oder einen Anfang von einer Burg, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Sorry Mammut, wenn das nicht richtig ist und du diese Folge zufälligerweise siehst. Ja, da habe ich keine Zeit dafür. Ja, nee, weil ich kann mich da jetzt nicht mehr ganz entsinnen, weil ich gucke nicht so oft dein Let's Play. Tut mir leid! Ich gucke zwischendurch mal rein. Ich habe auch keine Zeit dafür. Wobei Mammut ich deinen guckt Let's Play sehr gerne Play auch nicht. Ja, aber ich gucke gerne Mammuts LP eigentlich hier, das Singleplayer, weil es macht irgendwie Spaß, ihm zuzuhören. Er hat auch so eine beruhigende Art und Weise an sich, sag ich mal. Aber, ja, gut, okay, aber was soll ich sagen? Und ich lüge. Ja. Ist halt schön, ihm zuzuhören und ab und an übersteuert er zwar mit seinem Mikro. Boah, ich kleine Kritikkeule hier raus. Ja, dezenter Hinweis. Ne, wenn du die Folge doch sehen solltest, Mammut. Guck mal nach deinem Mikrofon. Ja, ich meine, unsere Einstellung ist auch nicht perfekt. Hallo? Ja, aber die ist nicht so schlimm, wie wir dachten. Ne? Irgendwie hat das doch nicht bei uns, hat auch doch nicht an uns gelegen. Das haben wir hinterher. Ist euch das im Livestream eigentlich auch aufgefallen? Ne, oder war das... Nee, das war nicht bei uns. Wir haben uns doch die Folgen hinterher angeguckt. Ja, bei den Folgen war es nicht. Ja, aber war es auch so nicht. Wie soll das sonst gehen, Mann? Nein, war es vielleicht nur im Stream so, dass ich irgendwie eine Stream-Einstellung falsch gesetzt habe oder so. Deswegen frage ich, hattet ihr im Stream das so irgendwie vermerkt oder gemerkt, dass da irgendwie wir beide nur auf ein Ohr zu hören waren oder so? Ich weiß es ja nicht. Deswegen frage ich ja. Ich weiß es nicht besser, es tut mir leid. Ach ja. So. Achso, was ich auch noch mal sagen wollte, ne? Mein Singleplayer Minecraft werde ich jetzt auch bald wieder weiter aufnehmen. Also da kommen auch bald wieder Folgen. Vielleicht schon übernächste Woche oder so. Mal gucken. Ich wollte die ganze Zeit, immer wenn ich mal frühe Feierabend machen konnte, wollte ich die ganze Zeit aufnehmen, aber irgendwie kam ich nicht dazu. Ich hatte mich nicht durchgerungen und so. Wir tun uns immer gegenseitig zum Faulenzen animieren. Das ist wirklich schlimm. Ja. Deswegen habe ich heute mal gesagt, weißt du was? Lass uns heute aufnehmen und nicht einkaufen. Ich habe gesagt, dass wir nicht einkaufen gehen. Ja, ich habe Vorschlag gemacht. Weil unser Kühlschrank ist auch leer. Wir müssen eigentlich auch einkaufen, waren wir auch zu faul für. Ja, verhungert immer nicht. Bei uns gab es heute lecker Schnitzel. Cordon Bleu, besser gesagt. Cordon Bleu. Ja. Schnitzel. Don't call it Schnitzel. Lecker Cordon Bleuchen gab es da. Hat meine Frau sehr lecker zubereitet. Ja, also ist ja keine Kunst, die in die Pfanne zu hauen, ne? Das sollte man meinen. Was, du willst mich in die Pfanne hauen? Boah, du bist böse. Die haut mich in die Pfanne! Ja, total. Ich meine, sollte man meinen, dass das keine Kunst ist, aber für manche ist das auch eine Kunst. Worauf willst du hinaus? Ach, gar nichts, nein, überhaupt nicht. Ich habe das nur so allgemein gesagt. Ja, ja. Also allgemein. Allgemein das gerne, ne? Ja. Ich soll ja eigentlich immer nette Sachen sagen. Ist allgemein bekannt. Ja, oh, jetzt hat er ja wieder eingerissen hier. Das ist allgemein bekannt. Könnt ihr nicht verstehen, aber da werde ich euch jetzt auch nicht erklären. Das ist immer so der Lieblingsspruch, wenn man irgendwas... der Meinung ist, dass irgendwas so sein muss, aber gar nicht weiß, warum. Also es nicht begründen kann. Ne? Ich bin ja immer ein Mensch, der dann nochmal hinterfragt, wenn ich Sachen machen soll, die ich nicht einsehe. Weil dann, warum? Dann immer so... Ja, ist allgemein bekannt.
Ah, okay. Ja.